Schulen, ne? Und da werden dann immer die einzelnen Schüler vorgestellt. Wo müssen wir aufpassen? Wer möchte gern mit wem in die Klasse? Oder auch, wo ist besser zu sagen, die kennen sich schon. Die möchten sich jetzt mal trennen. Genau. Und da haben wir hier nicht aufgepasst. Wir haben nicht aufgepasst und jetzt haben wir zwei Schüler in meiner zukünftigen Klasse. Ja, man muss auf jeden Fall aber ein Auge drauf haben, denke ich, ne? Ja. Muss man schon machen. Schön. Am nächsten Morgen will sie die Schulleitung davon überzeugen, dass die neuen Fünftklässler in dieser Konstellation nicht zusammenbleiben können. Im Laufe des letzten Schuljahres gab es massive Konflikte. Auch Direktorin Jutta Rimbach hat das miterlebt. Drei Kinder aus Charlotte Hornbostels alter Klasse waren so verhaltensauffällig, dass sie in die Psychiatrie gebracht werden mussten. Naja, die Hauptangst ist ja, dass ich wieder so viele Problemfälle in die Klasse kriege und dass es so arbeitsintensiv weitergeht, wie es ja nun eigentlich seit einem halben Jahr durchgängig ist. Das ist die Hauptangst, also, weil das geht mir jetzt schon so langsam an die Substanz. Und ja, ich hatte ja mit der Frau Lehn schon, als die neuen Namen kamen und die Vorstellung war von den Grundschulen, da sind halt schon ein paar dabei, wo ich denke, oh mein Gott. Und das ist halt so die Hauptangst. Also einfach, dass das Pensum genauso groß bleibt, wie es jetzt ist. Ihr hattet mir ja schon zwei Schüler genannt, mit denen ich nochmal Kontakt aufnehmen sollte. Wobei ich dazu sagen muss, es war bisher nicht sehr erfolgreich. Ja, also ich habe es bei beiden versucht. Und ich habe also bei der einen bin ich nicht sehr viel weitergekommen. Aber bei dem anderen Schüler versuche ich jetzt, dass der in die Parallelklasse dann zu der Frau, zu der Kollegin kommt. Ja. Ich meine, ich kann es verstehen aus den Erfahrungen der letzten. Wir haben es mitbekommen, was los war hier. Sind Sie natürlich ein gebranntes Kind, aber das kann ja nicht immer so weitergehen. Ich meine, irgendwann muss man ja auch mal mehr Glück haben. Ich muss ja nicht so viel hier schreien, wenn die. Diesmal habe ich gar nicht hier geschrien. Lehrerkonferenz am Nachmittag in Duisburg. Kurz vor den Sommerferien ist das Kollegium müde und erschöpft. Nach den Themen Schülermobbing und Streitschlichtung kommen Stress und Überbelastung zur Sprache. Eigentlich lautet die ungeschriebene Lehrerregel, nur keine Schwächen zeigen, das macht angreifbar. Viele Lehrer haben Angst, dass Schüler, Eltern oder Kollegen sie dann für unfähig halten. Der Rektor versucht heute zum ersten Mal, dieses Tabu zu brechen. Eine Frage da, also ich weiß, wie es mir geht, ne? Und ich merke, es ist also hier. Und wir haben also schon meines Erachtens Belastungsgrenzen erreicht in diesem Schuljahr. Und ich hätte da einfach ganz gerne mal ein Votum. Wie sieht das so allgemein aus? Wer spürt für sich aufgrund der Bedingungen, die wir zurzeit haben, auch Belastungsgrenzen, dass es also da irgendwo auch reicht und mehr geht nicht? Also ich bin es, bei mir ist es so, bei wem wäre das auch ähnlich? Überraschend viele Kollegen melden sich. Jürgen Liefke ist nicht dabei. Später bestellt ihn der Rektor zu sich, weil er sich Sorgen macht. Ulrich Stockem weiß aus eigener Erfahrung vom weit verbreiteten Burnout-Syndrom bei Lehrern. Vor 6 Jahren war er selbst so überlastet, dass er schließlich zusammengebrochen ist. Tinnitus, Auszeit, Neuanfang. Das möchte er seinem Kollegen ersparen. Meine Sorge als Chef der Schule, der auch eine Fürsorgepflicht für seine Kolleginnen und Kollegen hat, auch für dich, nehme ich in Spitzenzeiten schon mal wahr, dass du sehr belastet bist. Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus glaube ich, dass man ein solches Tempo, was du gehst, nicht sein Leben lang gehen kann. Also der Akku, der kann auch irgendwann mal leer sein. Und eine Gefahr, die ich sehe, ist, ne, dass durchaus mal ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall aus solcher Situation heraus folgern kann. Und da habe ich natürlich überhaupt kein Interesse daran. Ne? Sondern ich möchte an der Schule einen gesunden Jürgen Liefke haben. Und bitte dich einfach auch darum, diesen Aspekt Reduzierung wirklich ernst zu nehmen. Ne? Und du weißt das auch aus Vorgesprächen, dass ich da immer schon mal wieder darauf hingewiesen habe. Und ich habe es vielleicht immer nett formuliert. Ich mache es vielleicht heute mal etwas deutlicher. Ja, nicht zur Kenntnis. Und das ist einfach nur meine Bitte, Jürgen, ne? dass du da auch ein Stück weit das auch wirklich sehr, sehr ernst nimmst. Ich nehme es ernst. Ja?
Okay, können wir dann an der Stelle auch schließen. Du hast jetzt noch Konferenzen, glaube ich. Ne? Danke. Nach dem Gespräch beim Rektor finden wir Jürgen Liefke im Lehrerzimmer. Er muss noch schnell ein Protokoll über ein Elterngespräch schreiben und die Fehlstunden der Schüler nachtragen und abgeben. Haben Sie eigentlich mal Zeit zum Essen, Herr Liefke? Selten. Ich habe sehr oft